die Arbeit, derer ich nachgehe, das ist eine ganz besondere. Nicht ganz ungefährlich, aber ich verdiene damit einen Haufen Geld. Mehr, als ich mir vor ein paar Jahren noch vorstellen hab können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich in der Schule nie gut war. Die Lehrer haben mich damals schon ein fauler Lackel geheißen und mir prophezeit, dass aus mir gewiss nichts Gescheites werden wird. In der Zeit danach war ich fast so weit, dass ich ihr Recht gebe. Denn anschließend bin ich auf der Straße gestanden und hab mich mit kleineren Gaunereien über Wasser gehalten. Geschott hat mir die Zeit aber nicht. Auf der Straße lernst nämlich fei fürs Leben. Und das gerissene Dinger und die Fähigkeit, Leid zum Überlisten, bringt oft mehr als fleißige Arbeit. Manchmal ist mir nichts anders überblieben, als dass er mich irgendwo als Rossknecht oder auf dem Bau verding. Ein wenig später bin ich dann auch Kutschen gefahren, wobei da auch nur ein Hungerlohn gezahlt worden ist. Zwing zum Leben, zwei zum Sterben. Aber wie der Zufall oft zu spät, hab ich vor ein paar Jahren die Gelegenheit gehabt, in einen Geschäftszweig einzusteigen, der weitaus ertragreicher ist, als Pferdl zum Versorgen oder mit der Kutschen irgendeine Ladung umeinander zum Fahren. Vor allem, weil es in dem Metier mehr drauf ankommt, schlau und gerissen zum sein, als pünktlich 6 Tage in der Woche irgendwo anzumtreten und dann zum Hackeln, bis man umfällt. Ich bin nämlich einer von den Schwirzer oder auch Pascher oder Schmuggler. Und wie ich betonen möchte, einer von den Besten, die es bei uns im Bayerischen Wald gibt. Schlau bin ich nämlich immer schon gewesen, auch wenn das die anderen Leute nicht wahrhaben wollten. Und gerissen wie ich bin, fallen mir immer wieder neue Methoden ein, wie ich die Grenze ausschmieren kann. Und dass mir noch keiner auf die Schliche gekommen ist, das spricht für sich selber. Angefangen habe ich damit, dass ich so einfache, kleinere Sachen an der Zollstation vorbei nach Österreich geschoben habe. Aber wie das so ist, je geringer das Risiko erwischt zum werden, umso geringer ist auch der Profit. Das war damals mehr ein wenig ein Zubrot zu meinem Lohn. Und so hat's nicht lang gedauert, da sind dann aus ein paar Beideln Tabak Schnapsflaschen geworden. Aus die Flaschen dann ganze Kisten und zentnerweise Gewürzer bis hin zu Wohnladungen voller Schweindel. Übrigens eine von meinen Gesellenstickel zu derer Zeit. Auf dies kommt nämlich nicht jeder 4 Schweindel mit Schnaps zum Betäiben, damit's an Ruhe geben und dann in einem Heiwagel über die Grenze nach Österreich zum Bringen. Das hat dann schon ein bisschen mehr Geld gebracht. Aber mir war das immer noch nicht genug. Das Schicksal war mir aber dann nochmal halt. Und so ist mir das gerade recht gekommen, dass bei uns und in Österreich die Einfuhr von dem neuen Süßstoff, der seit geraumer Zeit in der Schweiz hergestellt wird,
das Saccharin verboten haben. Kein Wunder, dass die Bazin von der Regierung den Schritt gegangen sind, denn das Saccharin ist wesentlich billiger und ergiebiger als der Rumzucker. Aber mit dem nimmt der Staat einen Haufen Steuergelder ein. Jedenfalls beschwere ich mich nicht über das Verbot. Im Gegenteil, das ist ganz gut für mich. Denn vor allem im Bämischen Ernt, da zahlen sie mittlerweile ein ansehnliches Geld für das Saccharin. Für ein Kilo sind es mittlerweile 25 Mark. Eine Vertrauensperson bringt mir das Zeug von der Schweiz nach Bayern und von dort mit dem Zug nach Passau und lagert es da in der Nacht. Ein alter Heustall dient dann als Zwischenlager. Und wenn genug zusammengekommen ist, dann komm ich ins Spiel. Ich wohne da nämlich gleich um die Ecke und gehe alle zwei Wochen dorthin, packelt mir einen Rucksack voll und gehe mit meinem treuen Waukel über die Grenze, wo ich die Ware übergib und das Geld kassier. Hört sich gefährlich und kompliziert an. Naja, ein wenig gefährlicher ist die ganze Sache schon geworden, denn mittlerweile kennen sie die ganzen Grenzer, die von auswärts daher versetzt worden sind, schon ein bisschen besser in der Gegend aus. Und was man so hört, haben sie in der letzten Zeit scheinbar einige andere nicht erwischt, weil man zwei oder drei von den anderen Schwitzer nimmer gesehen hat. So gefährlich, wie sich das jetzt anhört, ist das Ganze aber gar nicht. Zumindest nicht für mich. Und der Grund dafür ist mein kleiner Waukel. Das weiß aber niemand. Der Straßenhund ist mir zugelaufen, wie ich mit der Schmugglerei angefangen hab. Und schon recht früh habe ich herausgefunden, dass ein Gendarm und Grenzer kilometerweit gegen den Wind riechen kann. Da macht er mich aber nicht drauf aufmerksam, indem er etwas Bein anfängt oder sowas. Nein, nein, er läuft dann einfach in die andere Richtung. Bleibt nach einer Zeit stehen, dreht sie um und schaut mich an. Also, als ob er sich vergewissern möchte, wo ich denn bleib und ob ich hinter ihm her tue. Wenn ich dann zu ihm aufschließe, rennt er wieder weiter und das Spei fängt wieder von neu an. Das geht so lang, bis er meint, dass die Luft wieder rein ist. Dann verhält er sich wieder normal und dackelt neben mir her, als ob nix gewesen wäre. Für meinen Heininger Auftrag ist er natürlich wieder mit dabei. Heut bin ich wieder mal unterwegs mit meinem Rucksackel und gehe den Weg umher. Nicht über den drei Sessel, sondern über den zugewachsenen Steig, ein paar Kilometer nördlich. Es kommt mir also vor, als ob ich den Steig schon eine halbe die Ewigkeit nimmer entlang gegangen wäre. Und wie ich an die kränklich ausschauenden Gewächser, die ihre Köpfe über den Trampelpfad neigend, sehen kann, ist da auch schon lang kein anderer mehr entlang gegangen. Das kann ich sogar in der stockfinsteren Nacht erkennen, wo mir nur der Mond einen Weg leicht. Obwohl der Waukel bei dem dichten Bewuchs fast unsichtbar ist für mich, und ich nur ab und zu seine Augen im Mondschein leichten sehe, so ist mir das Geräusch, das seine Pfoten auf dem feuchten Waldboden machend, ein Zeichen, dass er immer im Umkreis
von ein paar Schritten neben mir durch die Dunkelheit trabt. Wir sind noch gar nicht lang auf dem verlassenen Waldpfad unterwegs, der sich gesamt von gewaltigen Bäumen vor uns weiter in den Hauwald aufschlängelt. Da fällt mir auf, dass sie an Waukel sein Verhalten ändert. Abrupt hält der Staat und verharrt an Ort und Stein, dreht sie um und fängt schnaufen an, um nur wenig Augenblick später hinter mir zum Laufen, einen Haken zum Schlagen und die Hänge auf zum Hetzen, die sie links neben mir auftut. Und schwupps ist er auch schon durch einen Busch durch und aus meinem Blickfeld verschwunden. Sollten heute wirklich Grenzer in dem Gebiet unterwegs sein? Da sehe ich aber auch schon einen Waukel seine Augen aufleuchten, in dem undurchdringlichen Dunkel über mir, am Scheitel von derer hängen. Der Hund hat sich noch nie täuscht. Deswegen verlose ich den bekannten Rampenpfad und bahn mir möglichst leise, aber so schnell wie es noch grad geht, den Weg durchs Gefichs in Richtung von den zwei Augen. Ein Blinzler später ist er auch schon wieder verschwunden, verschluckt von der nachtschwarzen Finsternis um uns um. Schwer schnaufend vor dem Aufstieg komm ich um an und schau mich um. Nicht nur danach, wo denn der Waukel auf mich wart, sondern auch hinter mir, dort, wo ich die Grenzer vermut. Aber ich kann beim besten Willen nix erkennen. Nicht lang dauert's, da blinkert mir die zwei Augen in einiger Entfernung Schutz ging, als ich hinter mir, unterhalb derer häng, ganz deutlich ein Knacksen her. Ich spür, wie mein Herz einen Sprung macht, und es fällt sich an, als ob mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf haut. Haben sie da wirklich Gendarm an meine Fersen gekifft? Da raschelt doch was hinter mir. Ein Licht haben sie jedenfalls nicht angekannt. Ich überleg nicht lang und hetz weiter, in die Richtung, in der vor ein paar Sekunden noch ein Waukel seine Augen aufgleicht haben. Über Wurzeln, abgestorbene Bäume, ein kleiner Bachlauf und kleinere Felsen geht die irrwitzige Verfolgungsjagd weiter. Ich am Waukel hinterher und die Grenzer, wer weiß wo, hinter mir her. Auf keinen Fall kriegt mich die. Für dies wird man schon sorgen, der Waukel und ich. Wie zur Bestätigung sehe ich ein bisschen später an Waukel seine Augen aufleuchten und ich tue ihm wieder hinterher. Noch wenige Meter halt ich kurz Staat vor einem kleinen, anscheinend uralten Höhleneingang, aus dem mir wieder das gelbe Augenbarl anschaut und kurz drauf verschwindet. Obwohl man nicht wohl dabei ist, tue ich am Waukel hinterher, denn das knacksende Geräusch, das von meinen Verfolger stammt und das ich in unregelmäßigen Abstand her, zwingt mich dazu. Im Eingangsbereich der stockfinstern Höhlen sehe ich schon, dass da herin ohne Licht lebensgefährlich ist, denn die Finstern schließt sie immer dichter um mich um. Der Boden ist mit Schutt übersät und ich bin schon über mehrere Löcher drüber gefallen. Nur im Laufen tue ich meine Laterne, die an meinem Rucksack hängt, runter und kennt's an, wie ich um die dritte oder vierte Eck vor dem Gang bieg. Da hör ich doch was. Tapsere Schritt hinter mir. Mit meiner freien Hand ziehe ich einen Revolver aus meiner Jackentasche. Da
sehe ich auch schon einen Wackel seine Augen gelb aufleuchten, außerhalb am Schein von meiner Lampen. Ganz kurz. Und auch schon wieder verschwinden. Es hilft nix. Und ich lauf weiter, der Finsternis ging. Ein Revolver in der einen, die Lampen in der anderen Hand. Über viele Kreuzungen und Abzweigungen tue ich meinem Hund hinterher, tiefer in die Düsternis obe, durch verlassene, uralte Schacht mit glatte, tropfende Steinwand, bis am Hall meiner Schritt erkennbar ist, dass er mich etze in einer größeren Höhle befindet, ich leicht umher. Aber der Schein von meiner Lampen wird von keiner Wand mehr reflektiert. Ich halt starr, um zum Verschnaufen, während mir mein Herz bis zum Hals schluckt und fast z'springen möcht. Ein gelbes Augenbal blinkt in einer wengener Entfernung vor mir auf. Es muss dort wieder ein wenig bergauf gehen, denn die Augen sind fast in der Hänge von meine eigenen. Angestrengt hör ich in die Finsternis eine und versuch das laute Pocher in meine Ohren zum Ignorieren. Es ist nix zum Hören, nur ein ganz langsames Schlurferts Tapsen hinter mir, das mir bekannt vorkommt. Während sie der Wackel langsam aus der Finsternis hinter mir scheid und sie im Schein der Lampen in meiner Hand verstört an meine Haxen schmiegt, seh ich, wie rund um und um immer mehr von den gelben Augenbohr in der Dunkelheit aufblinkend. Und während ich den Hahn von meinem Revolver spann, fällt mir auf, dass ich eins vergessen hab. Nämlich, dass ein Wackel seine Augen rot leuchtend, wenn ein Licht drauf fällt. Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.